Hallo, hier ist wieder Papa Noob. Wir haben uns heute versammelt zu einem weiteren Unboxing. Anwesend sind der Nintendo Switch Splatoon Pro Controller und Kermit das grüne Smartphone. Hinfort. So, den haben wir gerade gekauft in einem großen Elektronikmarkt. Der heißt wie ein Planet. Kleiner Tipp, Merkur und Mars sind es nicht. Das soll übrigens keine Werbung sein. So, dann schauen wir hier mal rein. Heute kommen wir mal ganz ohne das berühmte Unboxing-Messer aus. Einmal Pappe. Ah ja. Hier ist einmal das Ladekabel, das mit diesem stinknormalen USB-Anschluss an die Switch angeschlossen wird und mit dem USB-C-Port an den Controller selbst. Schauen wir mal, wie lang das Ding ist. Wobei das, glaube ich, nicht so wichtig ist, aber trotzdem bin ich neugierig. Strecken wir mal, strecken. Hoppla! Moment, ich messe mal kurz. Also es hat einen guten 1,50 Meter. Das ist schon relativ lang. Okay, Hinfahrt. Dann haben wir hier... Ja... Das Übliche, die Anleitung. So, und hier sieht man jetzt schon schön bunt den Nintendo Switch Splatoon 2 Pro Controller. Komm raus, du Feigling. So, einmal Tüte. Hier ist eine Schutzfolie, die ziehen wir mal ab. Lass los. Hier wird das Ladekabel eingesteckt. Und ansonsten muss man sagen, er liegt genauso gut in der Hand wie der normale Pro-Controller für die Switch. Ist ja im Grunde nach auch genau das gleiche. Der einzige Unterschied sind die beiden farbigen Griffe hier. Und ich halte es mal ein bisschen näher in der Hoffnung, dass man es einigermaßen erkennt. Hier dieses Platoon-Design mit Farbflecken. Dem Switch-Logo. Und was auch immer das andere sein soll. Na, das hier sieht aus wie ein Inkling-Tintenfisch. Den Rest erkennt man jetzt nicht wirklich gut. So, zum Vergleich habe ich hier mal Müll weg, den normalen Pro-Controller. Und da muss ich sagen, der für die, für die Switch sind sie beide. Der für den der Splatoon Pro-Controller sieht schon eine ganze Runde cooler aus. Das muss man sagen. Ich halte es mal nochmal nebeneinander. Ich hoffe, das sieht man jetzt so einigermaßen gut. Und ansonsten, wie gesagt, genau das gleiche Teil. Oh, auf der Unterseite ist das Design fortgesetzt, auch nicht schlecht. Jo, und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieser Controller demnächst verstärkt im Gebrauch sein wird. So, welcher gefällt euch besser, der hier oder der hier? Kleiner Tipp, die kosten beide im Moment 69,99 €, zumindest da, wo ich es gekauft habe. Okay, das war's schon wieder von Papa Noob. Tschüss!